Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich bin schon geduscht und gerade frisch angezogen, aber noch nicht geschminkt. Ja, ich wollte euch mal kurz mein Zimmer hier zeigen. Ihr seht es hier im Hintergrund. Es ist sehr spartanisch, aber es tut seinen Zweck. Ich habe ein Bett. Es ist riesig. Ich kann hier Samba tanzen, wenn ich das will. Oder HITs machen. Ich habe aber noch Muskelkater von gestern irgendwie, vom vielen Laufen mit den schweren Taschen irgendwie. Und ja, es ist aber sehr spartanisch für ein Hotel. Also es gibt, ich müsste jetzt extra den Föhn bestellen und wenn ich das wollen würde. Und es ist etwas dubios hier alles. Die Handtücher sind auch sehr klein. Und aber ich will gar nicht meckern. Ich meine, ich habe ein Hotelzimmer, 4 Minuten Bahnhof. Und für den Preis ist, wenn man sich mit Messepreisen auskennt, unschlagbar. Also ich zahle jetzt für, da, warum ist da eine Bratpfanne auf dem, auf dem Fensterbrett, guckt mal. Das ist eine Bratpfanne auf dem Fensterbrett. Da. Warum? Warum ist das so? Also ich zahle jetzt hier 200 Euro für 2 Nächte. Also die erste Nacht hat 60 Euro gekostet, die zweite 140. Und wenn man weiß, wie teuer das alles war und dass ich wirklich hier nur 4 Minuten zum Bahnhof laufen muss, ist das okay. Was mache ich denn jetzt? Ich habe mir schon... Ich werde jetzt diese Bücher, die ich gestern gekauft habe, in mein Bookjournal einpflegen, weil ich habe noch ein paar Minuten Zeit und ich kann mich gerade nicht aufs Lesen konzentrieren. Dann werde ich meinen Rucksack packen. Da ist schon Proviant drin. Ja, Studentenfutter, Nüsse und sowas, weil ich mich ja relativ gesund ernähren möchte. Und Bananen, die werde ich jetzt gleich frühstücken. Das wird mein Frühstück sein. Ich werde mir allerdings noch was vom Bäcker holen heute. Und ja, da ist schon Kaffee, habe ich mir gemacht. Also den Wasserkocher, den muss man auch extra bestellen, weil die ja immer sagen, ja, die Leipziger wollen, die meisten wollen lieber billig schlafen statt Luxus. Ich brauche auch keinen Luxus, um Gottes Willen, aber es ist schon sehr spartanisch für den Preis. Aber es ist okay. Und die Funzel, also das Licht ist furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte gestern Abend noch eine Stunde lesen, habe ich auch gemacht, aber das war schon anstrengend. Ich denke, heute Abend werde ich vielleicht lieber E-Book lesen, weil das total anstrengend ist. Hallo, ich habe sie gefunden. Hallo. Oder wir haben uns gefunden. Ja. Die liebe Sandra von Being Sandra. Genau. Und wir laufen jetzt einfach mal so 2 Stunden rum und ja, ihr seht uns ja bestimmt noch im Laufe des Videos. Ja. So, jetzt wird erstmal gefrühstückt hier draußen bei wunderschönem Wetter. Richtig toll. Sandra ist auch noch bei mir. Da ist das Frühstück. Und dann geht es zu einer Lesung von Liebkind. Es wird ja momentan überall gehypt. Man kommt nicht außen, also von, an dem Buch vorbei. Und ja, freue ich mich richtig drauf. So viele Menschen schon getroffen und natürlich ist es auch viel voller als gestern. Und ja, was mache ich jetzt? Ich werde jetzt, oh, schöne Bilder, ich werde jetzt mal ein Klo finden und dann gehe ich zur Lesung von Liebeskind, beziehungsweise treffe ich an dem Stand auch noch meine liebste Annika von Thrill Junkies. Freue ich mich mega drauf. So ein Herzenscharakter. Russ James White habe ich nochmal getroffen und die Festas nochmal. Und ja, es ist wie eine kleine Familie hier. Also ich bin schon völlig fertig, weil ich schon so viele Menschen getroffen habe, die ich so lieb habe. Und ja, okay. Wir sehen uns.
noch ein Buch für die Wunschliste. Meine liebe Bücher Annika, Thriller Annika hat mir das empfohlen. Das soll ja gut sein, aber es suppt noch. Das habe ich schon gekauft und das soll ich mir noch kaufen. Das. Und dann gleich diesen zweiten Band dazu. Wir sind hier übrigens gerade bei Amazon. So ihr Lieben, ich war jetzt noch Pizza essen mit der lieben Annika von Thrill Chunky. Und ja, das ist jetzt, da wollte ich euch jetzt nicht mehr einschalten. Und Resümee des zweiten Tages ist toll, wahnsinnig toll. Wieder richtig, richtig tolle Menschen kennengelernt, auch andere Booktuber. Juli Books und die Steffi habe ich gesehen und einen habe ich noch gesehen. Die Sandra von The Being Sandra natürlich und die liebe Annika und von Redrum und von Festa natürlich wieder. Und es war einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig wunderschöner Tag. Und er hätte nicht perfekter sein können und ich bin jetzt einfach nur platt. Und wenn ihr euch interessiert, wie der Samstag wird, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Ich sage tschüss und gute Nacht.